Heute haben wir mit Rosalina einen ganz speziellen Auftrag, nämlich im Spezialcup. Denn wir fahren Rosalina einmal, weil es halt perfekt zum Regenbogenboulevard passt. Ich habe jetzt gerade keine Gedanken drüber gemacht, was ich jetzt mit ihr fahre. Wir nehmen ein Bike, das Standardbike, und die Goldreifen, weil es jetzt mal so bei mir in Kram passt. Und wir nehmen noch die Wolkenballons dazu. Ist jetzt ein bisschen spontan, aber rein in den Spezialcup. Let's go! Anfangen tut die tut der Spezialcup mit der Wolkenstraße, und die Wolkenstraße ist an Super Mario Galaxy angelehnt. Super Mario Galaxy 2, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Was ist das überhaupt für ein Bike? Das ist ein außendriftendes Bike, okay. Muss ich mich jetzt erstmal umstellen, denn ich nehme jetzt mehrere Parts hintereinander auf. Also ich habe jetzt gerade so eine Streak, und je nachdem wie viele Parts ich heute schaffe, kann es sein, dass manche Sachen, die ich in den vorigen Parts angesprochen habe, noch nicht in den Parts, die ich hier nach aufnehmen werde, vorkommen werden. Denn ich habe jetzt gerade mit dem Blumencup angefangen. Wow! Ich hatte mit dem Blumencup angefangen. Und mache jetzt rush jetzt einmal durch. Kommt drauf an, ob es vielleicht sogar noch schafft, die Retro-Cups mit reinzupacken. Wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Ja, was kann ich sonst noch so dazu sagen? Die Wolkenstraße, finde ich, ist jetzt ein bisschen, die glänzt halt durch den Soundtrack, durch die Referenz an Mario Galaxy. Aber sonst hat sie halt jetzt nicht so unbedingt die Berechtigung, im Spezialcup zu sein, weil, okay, ich habe ja schon verstanden, sie hat die Berechtigung, im Spezialcup zu sein. Gut, hier gibt es einmal die Blitzfelder, wenn man hier in diesen Wolkenbereich kommt. Das haben sie ja dann, Spoiler, auch in dem Brett von Mario Kart 10 übernommen. Das ist ja quasi hiervon abgeschaut gewesen. Hier einmal der Blätterfahrtcard. Okay, der ist ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn man den drauf hat, dann ist das auch kein Problem. Ich habe den jetzt vergessen zu nehmen. Wäre jetzt absolutes Karma, wenn ich den jetzt in der dritten Runde verkacken würde. Das wäre mal wieder so absolut typisch, aber egal. Was ich sonst noch sagen kann, ist, dass der Spezialpapier nicht ganz so ohne ist. Vor allem mit 200, weil die Strecken, die hier nachkommen, die sind wirklich richtig knackig. Vor allem mit 200. Deswegen will ich da gar nichts zu sagen. Ich will keine Strecke hier irgendwie wegfronten von wegen, die ist zu einfach, dann hole ich am Ende wieder rum. Aber egal, jetzt mal darauf hoffen, dass ich den Shortcut schaffe. Ich schaffe es. Wow, war das knapp. Alter Schwede. Aber es reicht. Und die CPUs haben wir weit hinter uns gelassen. Nun kommt meine Hassstrecke des Spiels, denn ich hasse diese Strecke. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse sie einfach nur, weil sie ist wahrscheinlich die schwierigste Strecke im ganzen Spiel, und an der Wii U, da bin ich an dieser Strecke einfach zugrunde gegangen. Ich weiß nicht wieso, aber diese Strecke liegt mir einfach nicht. Vor allem im 200er. Kommt drauf an jetzt, wie es den 150 läuft. Geht ja auch schon richtig beschissen los. Aber egal. Es ist die erste Runde, deswegen kann man da noch ziemlich gut was korrigieren. Ich zeige jetzt mal hier erstmal den längeren Weg, damit ich ihn dann später nicht zeigen muss. Und dass mir nicht solche Fehler unterlaufen. Meine Fresse, bin ich dumm. Und ja, dann gibt es hier einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie kommt man überhaupt da hoch? Das ist eine gute Frage, die ich jetzt aber nicht beantworten kann. Und Melinda ist ganz schön auf Track, kann das sein?
aber sie ist dumm genug, um in meine Banane reinzufahren. Die Toads hier sind ganz schön reich, will ich mal sagen. Also die schmeißen da als Geld runter. Ist ja in einer anderen Strecke auch noch so. Wenn wir dann später auch noch sehen. Oh Mann, ich sehe nichts. Hallo. Dann hier die noch ein Piranha-Pflanze. Generell finde ich das Thema jetzt nicht so interessant. Also ich finde die ein bisschen zu eintönig, die Strecke. Ich weiß nicht, ob das einfach wieder so ein Ich-Problem ist. Aber komm, oh, ich kann es sogar schaffen. Okay, ja, ich habe sogar mal hier hoch geschafft. Das liegt mir jetzt auch nicht allzu oft. Aber egal, denn zum Beispiel die Knochentrocken, ich glaube, die Knochentrocken sind sogar die einzigen Gegner in Mario Kart 8 Deluxe, die keinen Schaden, also doch, die aber jetzt nicht unbedingt was bewirken. Also, ich weiß nicht. Da gab es auf jeden Fall eine Spezialität, dass die Knochentrocken irgendwie die absoluten Opfer dieses Spiels sind, wenn es um Gegner geht. Und da ist der Schlachtpanzer mal wieder. Ich hasse dich, du Arsch. Und ich weiß nicht, diese Strecke fand ich auf der Wii U noch schwer. Ist jetzt okay geworden. Also, weil ich habe damals als Kind das Spiel auseinandergenommen. Das kann man. Heute bin ich bei weitem nicht mehr so gut wie früher. Aber damals habe ich das Spiel halt einfach geatmet. Ach du Scheiße, was war das denn? Yes, Victory, ja, Rosalina sagt es. Aber jetzt kommt der Ernst des Lebens. Weiter geht es mit. Und dieses Castle ist schon echt gut. Also wenn ich das jetzt mal mit dem Bowser Castle jetzt vergleichen müsste, dann hätte ich aber trotzdem, würde ich immer noch das von der Wii vorziehen. Was ich noch gar nicht gefragt habe, nennt mir mal euren Lieblings Mario Circuit und euer Lieblings Bowser Castle mal. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das von der Wii allerdings immer noch am besten, aber das hier ist auch schon nicht schlecht. Also anspruchsvoll ist es allemal. Und ich habe natürlich gerade perfekt die falsche Seite gewählt mit dem Feuerbowser. Oder reicht sogar noch? Nein, ist nicht. Denn das kann auch mal passieren, dass. Okay. Dass man. Oh Mann, was mache ich denn? Dass man mal von der Hand in die Lava geschossen wird, also halt gedrängt wird. Ist mir jetzt gerade das Wort nicht eingefallen. Aber hier ist ganz schön was los. Am Ende nochmal die crazy Passage mit dem Fels. Und das war ein guter Snipe gegen Baby Luigi. Und, oh stimmt, mit der Piranha-Pflanze kannst du sogar den Booper killen. Das ist perfekt. Mann, was mache ich denn? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist mit dem Sternklapp auch schon als passiert. Diese dummen Fehler, die muss ich mal abstellen. Mach mal auf, Skill. Und jetzt kommt einmal. Oh Mann, was ist denn hier los? Das ist ja unfassbar. Jetzt kommt noch eine Blue Shell. Jetzt fährt er wieder an mir vorbei. Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Diese Lavaströme, die können natürlich einen auch zum Verhängnis werden, wenn man nicht optimal fliegt. Das ist ja schlimmer als ein Mario Kart Tour. Alter. Denn ich habe jetzt offiziell mal aufgehört mit Mario Kart Tour. Ich habe das Spiel nämlich lange genug gespielt. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Denn der Content wird da ja sowieso eingestellt. Jetzt mal einen kurzen Retalk zu Mario Kart Tour einschieben. Deswegen, ich habe das Spiel seit Release gespielt tatsächlich. Und Mario Kart 8 Deluxe habe ich mir erst 2022 gekauft. Weil zwischendurch eine Playstation und mit der bin ich nicht so ganz warm geworden. Dann habe ich darum gebeten, dass ich wieder auf Nintendo umsteige. Das war halt der folgerichtige Schritt zur Switch. Und ich weiß nicht, mir gefällt es einfach viel mehr. Es ist halt, ich bin halt mehr für das Super Mario Franchise da, deswegen. Und nicht irgendwie, klar bin ich auch mal einer der Crash Bandicoot spielt. Scheiße, ist doch die letzte Runde, was mache ich?
Scheiße, das habe ich ja komplett verpennt. Ach nein. Oh nein. Okay, und es wird sogar nochmal richtig spannend, denn Melinda hat 39 Punkte. Alter. Jetzt geht's sogar nochmal richtig ab auf dem Regenbogenboulevard. Denn der Regenbogenboulevard ist mein Problem hier, denn auch diese Strecke ist mit den ungünstigsten Ereignissen sehr, sehr schwer, vor allem gleich die Kurve da hinten. Und zwar die hier. Ich bin zwar gespannt, ob ich mit dem Bike da rumkomme oder nicht. Ich glaube, in 150 sollte das auch generell kein Problem sein. Nee, nee. Denn mit manchen Kartkombinationen, da kannst du machen, was du willst. Da musst du dann abbremsen. Und, na, jetzt muss ich mal aufpassen. Was mache ich jetzt? Weil, Hauptsache, ich bleib vor Melinda. Boah, mit Input Delay ist das so asozial. Boah. Ich habe auch noch andere Projekte geplant, die dann aber erst viel später kommen sollen. Jetzt will ich erstmal mit Verdacht und Witz einsteigen. Und natürlich kommt jetzt der Stachypanzer. Ist doch klar, damit ich jetzt keine Hupe habe. Oh Mann. Ah, komm. Ist doch Beschiss hier alles. Ey, dieser Input-Delay, der macht mich wahnsinnig. Oh Mann. Oh. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig gewesen, dass ich so gepennt habe auf Bowsers Festung. Weil soweit ich sehe, ist Baby Luigi vorne und nicht Melinda, aber die ist auch direkt hinter uns. Was ich hier an diesem Teil gut finde, ist... Wo ist der verbunden? Ist, dass man hier so krank abkürzen kann an manchen Stellen. Ah, der Blitz kann gut werden. Alter, das ist doch wirklich einfach nur lächerlich. Wie schlecht bin ich eigentlich? Ich könnte das jetzt alles auf den Input-Delay schieben, aber das tue ich jetzt mal nicht, weil es wäre ein bisschen... Bisschen infantil von mir. Aber das ist jetzt gerade sehr wichtig, dass der Stachypanzer Melinda abgeknallt hat und ich falle schon wieder von dieser Scheißstrecke runter. Okay, da ist sie aber. Okay, komm. Ein, auf meinen Panzer. Ich will jetzt nicht aussprechen. Komm, fahr. Fahr, Rosalie, fahr. Ich hab ihn. Wen habe ich getroffen? Scheiße, ich habe Peach getroffen. Nicht Melinda. Sie sind alle beide blond. Nicht, dass ich was gegen Blonde hätte, aber... Wow! Nein, fahr! Nein! Nein! Nein, das darf nicht passieren! Du darfst nicht gewinnen, Melinda! Nein! Melinda, nein! Bleib stehen! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Die Blamage ist eingetreten. Die ist eingetreten, im Spezialcup auch noch. Wegen dieser verdammten Strecke, Mann! Komplettes Desaster. Absolutes Desaster im Spezialcup. Nur der Silberpokal. Oh Mann! Jetzt habe ich Mental Breakdown. Alter. Das hat mich jetzt richtig auf den Boden geschmissen, auf den Boden der Tatsachen. Ihr könnt mich aber wieder aufmuntern mit einem Like und mit einem Abo. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei den Retro-Strecken.